Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu dem Video heute. Es ist irgendwie total komisch. Es kommt mir so vor, als wäre es ewig her, dass ich einen Vlog gemacht habe, weil ja wirklich dieses letzte Video, das lange Video, das 50-Minuten-Video ging ja um das Thema Babys tragen. Und ich saß da, glaube ich, echt 10 Stunden dran. Es war so eine Arbeit, also Wahnsinn. Naja, egal. Auf alle Fälle freue ich mich jetzt heute, dass ich heute einfach mal wieder unseren Alltag filmen kann, dass es mal ein ganz einfaches Video mal wieder wird. Ja, wie ihr sehen könnt, der Raphael ist hier schon wirklich fleißig dabei, rumzukrabbeln, ne? Oh je, sabber, sabber. Der setzt sich nämlich schon selber hin. Gell, Schatzi? Du machst es ganz prima, machst du das. Ja. Und krabbeln versucht er auch schon. Ich habe ganz oft Momente, wo ich mir denke, oh nein, ich will die Zeit anhalten. Ich will, dass er erstmal noch ein bisschen so klein bleibt. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich mir denke, boah, ich bin gespannt, wie er als 6- oder 7-Jähriger wohl aussehen wird. Oder auch schon als 3-, 4-Jähriger. Es ist einfach total spannend mit den Kindern, ne? Wie sie sich entwickeln, was sie so machen, wie sie mal aussehen werden. Gell? Heute ist bei uns in Bayern, ein Feiertag, und zwar ist Buß- und Bettag, und die Marie hat keine Schule, die Leni hat aber Kindergarten, und mein Mann muss um 9, glaube ich, los in die Arbeit, also so eine Dreiviertelstunde, und mein Mann hat jetzt gerade die Leni in den Kindergarten gefahren. Die Marie wollte jetzt unbedingt mitfahren, weil es war ja auch ihr alter Kindergarten, und da wollte sie einfach mal kurz Hallo sagen. Ich möchte heute einiges mit dem Thermomix machen, und zwar möchte ich einerseits wieder eine Gewürzpaste machen, also quasi wie Gemüsebrühe, nur selbst gemacht und in der feuchten Variante. Und einen Ingwer-Zitronensirup will ich machen. Den habe ich vor 2 Jahren schon mal gemacht. Den hatten wir zu Hause. Wir haben ihn aber auch verschenkt. Ja, das ist nämlich mega cool, gerade so in dieser Erkältungszeit. Da tut man sich einfach so ein bisschen was in den Tee oder ins Wasser. Den fülle ich dann in kleine Fläschchen um und dann kann ich den hier an die Nachbarschaft oder eben an Freunde verschenken. Und wir fahren zum Honorio endlich. Die Marie und ich, mal gucken, ob sie reiten will. Oh Gott, der Raphael kommt natürlich auch mit. Mal gucken, ob sie reiten will. Wir müssen echt mal schauen, was wir mit ihm machen. Aber dann nehme ich einfach die Kamera mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß heute mit diesem Video. Und der Raphael bekommt nichts zu essen und muss leider deswegen die dreckige Matte ablutschen und aufessen. Schatzi, was machst du denn? Oh, die ist doch echt ekelig. Und du hast schon wieder deinen Socken verloren. Wo ist das nackige Babyfusi? Wo ist denn dein Sockenschatz? So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und den Raphael auch. Und wisst ihr, welchen Tipp ich auf Instagram bekommen habe von einer Followerin? Und zwar habe ich ja von der Bahnhofapotheke Kempten den Engelwurzbalsam. Den schmiere ich dem Raphael immer, also jetzt auch, so ein bisschen auf die Nasennebenhöhlen, eventuell hier oben auch an der Stirn, unter der Nase. Ich schmiere ihm das einfach so ein bisschen hin, damit er besser atmen kann. Magst du es halten? Magst du es halten? Hier. Also ich schmiere ihm das jetzt so ein bisschen hin. Und was mir eine Followerin eben empfohlen hat, und zwar sollte man das auch auf die Fußsohlen schmieren. Also auf die Fußsohlen schmieren, dann eine dicke Socke drüber. Das wusste ich gar nicht. Wusstet ihr das? Also, dass die Füße scheinbar ganz viel auch aufnehmen oder auch Schadstoffe abgeben können, das ist mir tatsächlich, habe ich schon mal gelesen. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Oder es hieß doch auch irgendwie, man soll Zwiebeln in die Socken tun oder so. Ja, egal. Ich weiß nicht. Also, es ist zwar ein bisschen besser, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber ich fand den Tipp ganz interessant zum Thema Erkältung bei Babys kann ich euch sonst keine großen Tipps geben. Also ich kann euch nur erzählen, was wir machen. Und zwar, also wir haben einmal den Engelwurzbalsam und auch den Thymian-Myrte-Balsam. Der Thymian-Myrte-Balsam wird auf der Brust und auf dem Rücken aufgetragen. Also da schmieren wir ihn ein. Und ja, was machen wir noch? Wir haben, als die Kinder jetzt schon ein bisschen älter waren, haben wir Erkältungsbäder gemacht. Dann haben wir die Kinder immer dicke eingeschmiert. Dann gibt es auch von der Bahnhofapotheke so ein Erkältungsspray. Also wir haben ein Handtuch nass gemacht, weil oft ist einfach auch die Luft so trocken, ne? Also gerade wir haben hier Fußbodenheizung. Das heißt, wir haben ein Handtuch nass gemacht, haben das in den Kinderzimmern oder im Kinderzimmer aufgehängt, haben dieses Raumspray, heißt es, glaube ich, Raumspray? Na, egal. Ich kann es euch alles unten mal verlinken. Das habe ich drauf gesprüht, was bei der Marie oft gut geholfen hat, ist, wenn wir eine Zwiebel ans Bett gestellt haben. Das heißt, einfach eine Zwiebel wirklich klein schneiden, in
und in der Schüssel neben das Kind stellen. Was halt echt übel ist, also es stinkt abartig. Ne? Also die ganze Bude stinkt nach Zwiebeln danach. Aber das hat auch wirklich immer gut was geholfen. Und was wirklich, wenn die Nase dicht ist, wenn die Nase zu ist, kann ich euch was empfehlen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe es hier. Ja, das haben wir bei der Marie und bei der Leni schon gekauft. Und zwar ist es hier der Angel Vac. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Der Angel Vac ist ein Nasensauger, den man an einen ganz normalen Staubsauger anschließt. Dieser Nasensauger, also dieser Angel Vac, ohne Witz, das ist ein Nonplusultra. Das finde ich, gehört in jeden Haushalt mit Kind. Das Ding ist wirklich mega gut. Gerade wenn sie eben erkältet sind, der zieht es richtig weg. Also diese kleinen, diese Finger-Hand-Nasensauger, finde ich, sind totaler Mist. Da habe ich aus den Nasen der Kinder nichts rausgebracht. Also wie wir das anwenden, und zwar ist es so, wir tun den Kindern oder wir tun dem Raphael Muttermilch oder Kochsalzlösung ein bisschen in die Nase. Lassen das ganz, ganz kurz einwirken. Einfach nur ein bisschen einwirken und dann gleich das eine Nasenloch zuhalten und mit der anderen Hand einmal kurz absaugen. Ihr glaubt nicht, was da alles aus so einem kleinen Kindernäschen rauskommt. Genau, den haben wir bei der Marie gekauft. Dann war es so, dann kam die Leni auf die Welt, war auch erkältet mal hin und wieder, ne? Und dann dachten wir uns, boah, jetzt den Staubsauger anmachen, wir wollen nicht, dass die Marie aufwacht. Und dann haben wir uns den Olaf gekauft. Der Olaf ist ein elektrischer Nasensauger. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde trotzdem immer noch diesen Staubsauger-Nasensauger besser. Also der ist schon auch in Ordnung, der ist schon auch okay, aber... Ist halt, also er ist halt batteriebetrieben und ist leiser als natürlich der Staubsauger. Ne? Gerade wenn man Geschwisterkinder hat, kann man auch den verwenden, obwohl unsere Mädels nicht wach werden würden, wenn wir jetzt den Staubsauger noch so anschmeißen. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps, was bei euren Kindern gut geholfen hat in der Erkältungszeit, weil die Erkältungszeit kommt jetzt einfach. Ne? So, ich packe jetzt die Marie noch ein. Ja, da ist Glitzer drauf, ne? Ich packe jetzt die Marie und den Pepe auch noch ein und dann düsen wir mal zum Pferd. Premiere so ein bisschen. Schaut mal, der Raphael hat seinen Schnuller drin. Ich hatte irgendwie, jetzt habe ich mir gedacht, komm, probiere ich doch nochmal den Schnuller. Der sieht süßer aus. Findest du, der schaut süßer mit Schnuller aus? Ja. Ja, und der nuckelt so gern, gell? Also er ist eigentlich nicht so, oh Gott, du schläfst gleich ein. Er ist ja eigentlich nicht so das Schnuller-Baby, aber scheinbar gefällt er ihm jetzt. So, Mariechen muss ich noch anziehen. Ach, kommst du nicht in den Schuh rein? Oh Mann, das Auto ist voll. Ich muss auch noch unseren ganzen... Doch, wir fahren jetzt gleich... Nicht im Kofferraum lassen. Nee, im Kofferraum ist der Kinderwagen. Das ist unser ganzer Papiermüll. Lass es, wir fahren es jetzt zusammen weg, Schatz. Lass es stehen. Das ist immer ein Chaos bei uns. So, wir sind jetzt am Stall angekommen. Das Mariechen schiebt den Raphael gerade. Die große Schwester, ne? Die große, große Schwester. Wir gehen da lang. Nee, wir gehen da lang, das ist besser zu schieben. Das hatten wir auch echt schon lange nicht mehr, dass die Marie und ich mal quasi so einen Vormittag alleine hatten. Gell, Maus? Ja. Ja, das genießen wir jetzt. Und am Stall waren zusammen, das stimmt. Alles? Ja, alles rein. Das nimmt mit rein und auch nicht im Plastikbecher. Die Marie macht für den Honorio jetzt mal ein Mash. So, hier. Ich tue dir jetzt ein bisschen Wasser rein. Und dann tust du das mal umrühren, okay? Ja. Oh, Raphael. Es ist heißes Wasser. Oh, das riecht doch lecker. Riecht es lecker? Ja. Ja. Der kriegt ein bisschen Süppchen. Da tun wir dann noch seine Zusätze dazu. So, was brauchen wir denn jetzt alles für ein Honorio? Du kannst die Putztasche nehmen. Schwert. Also du möchtest mit Reitpad reiten? Yep. Ja, okay. Ist das dann nehme ich noch. Nee, das ist der Sattelgurt. Dann brauchen wir seine Hufglocken. Die Hufglocken. Hufglocken, die Gamaschen nehmen wir mal noch mit. Hallo Schatz. Du kannst ihn jetzt einfach holen, Schatz. Hallo Schatzi. Hallo. Guten Morgen. Soll ich dir helfen? Versuch's mal selber, genau. Der Honorio kommt ja auch immer so schön mit seinem Kopf runter. Schau mal. Oh, du braves Pferd.
ihr zwei, ihr seid schon echt toll. Ein tolles Team, ha? Huh? So, Bubi, wie schaut's aus? Darf die Marie heute mal ein bisschen wieder auf dir reiten? Bubi? So, ich longiere jetzt den Honorio noch ein bisschen im Schritt. Die Marie würde sich immer am liebsten draufsetzen und sofort lostraben, ne? Oder magst du dich gleich draufsetzen im Schritt? Und dann lege ich die Decke über deine Beine. Können wir auch machen, so macht sie Mama immer. Wenn es dir kalt ist, dann machen wir das. Los geht's. Marie unsere Abschwitzdecke über die Füße gelegt, also über die Oberschenkel, wie ihr sehen könnt, dann ist ihr ein bisschen wärmer. Aber so ist es halt. Im Winter ist es halt kalt und Reiter, hey, ich bitte, an den Händen, ja, wir waren so doof und haben Handschuh vergessen, das stimmt. Ich Rabenmutter. Super, Honorio. Macht ihr ganz toll, ihr zwei, aber wir tun uns gleich mal die Decke runter, weil die hängt ihm ganz schön tief hinten. Maus, oder du ziehst die Decke noch mal ein bisschen hoch. Versuch mal, die Decke hochzuziehen. Zieh mal dran, genau. So. Eigentlich sogar noch mehr. So. Okay, jetzt hängt sie hier auf die Seite. Das schaut aus, als würdest du im Bett liegen da oben mit der Decke. Ha? Ist es kuschelig? Ja, schon. Das ist schon gut, gell? Hey, gut, jetzt hast du ihn ganz alleine angetrabt, Schatz. Prima. Voll gut. Wenn du durchparieren willst, musst du ihn anhalten, ne? Weißt ja. Einfach ausatmen. Aber jetzt gehen wir noch vorwärts, Honorio. Ein bisschen schneller. Komm vorwärts. Ja, der geht ganz vorsichtig wegen dir. Der passt auf dich auf, der Bub da. Ha? Feiner. Nichts, ne? Du bist ein alter Indianer, ha? Einhändig. Marie! Oh, wow, jetzt hat sie beide Hände losgelassen. Seht ihr das? Du bist 6 Jahre alt, mein Schatz. Du machst es besser als ich. Ich flipp aus. So, ich habe jetzt der Marie die Abschwitzdecke wieder draufgepackt und haben jetzt gesagt, sie soll zumindest mal eine Hand wirklich unter die Decke packen. Es ist einfach so bitterkalt. Und ihre Hände sind schon ganz rot. Ich weiß, es tut mir so leid. Ich bin so eine schlechte Mutter. Naja, bin ich eine schlechte Mutter? Nee. Bin ich eine gute Mutter? Ja. Okay. Kriegst gleich die 5 Euro, Schatz. Gott. Nein, wir führen jetzt den Honorio hier noch ein bisschen im Schritt spazieren. Würde der Raphael jetzt nicht da hinten im Kinderwagen schlafen, dann hätte ich gesagt, komm, wir gehen jetzt noch ein bisschen im Schritt draußen, ein bisschen spazieren. Aber nachdem jetzt mein Mann arbeitet, habe ich ja den Raphael auch dabei. Na komm. Oh, der Honorio ist kaputt von dem bisschen Arbeiten. Der kriegt jetzt dann gleich noch sein Mäsch. Na Marie, musst du dich um ihn kümmern, gibst du ihm das Essen? Die Marie benzt ja dauernd an uns hin, dass sie ein eigenes Pony bekommt. Aber bitte. Ich Honorio, komm. Das Reitpony oder so eins wie das
Ein deutsches Reitpony oder ein Klassikpony, will sie. Hm. Okay. Ich wurde gefragt, warum ich die Kosten für den Honorio und, falls die Kinder irgendwann ein Pony bekommen sollten, warum ich diese Kosten selber zahlen muss. Also warum mein Mann sich da nicht dran beteiligt. Und zwar ist es so, dass mein Mann vom Reiten nicht so viel hält. Also er ist der Meinung, man braucht kein eigenes Pferd, um glücklich zu sein. Naja, egal. Auf alle Fälle, also er zahlt natürlich die Reitstunden für die Kinder, die Ausrüstung und so weiter, aber ein eigenes Pferd findet der Papa nicht so notwendig und deswegen würde er sich nicht daran beteiligen. Und der Honorio ist ja mein Pferd, also das von mir und von den Kindern. Ich will kaufen, was ich will und ich würde gar nicht wollen, dass er da irgendwie mitzahlt, weil dann bin ich ja irgendwie so ein bisschen abhängig von ihm und das will ich nicht. Super. Einen ganz kleinen Schluck. So? Ja, so reicht's. So, jetzt tust du es umrühren. Einmal ordentlich umrühren. Na? Würdest du das auch essen, Maus? Ja, schon. Du würdest es echt essen? Du würdest es echt essen? Ja. Ach so, dann weiß ich, was ich dir heute Mittag zum Mittagessen mache. Nein! Der Honorio darf jetzt hier noch sein Mesh auffressen. Schlabber, schlabber, schlabber. Und dann decken wir ihn wieder ein und dann darf die Marie ihn wieder in den Auslauf bringen. So, die Marie bringt den Honorio jetzt auch wieder weg. Nee, pass mal auf, dass er nicht davonläuft. Wo geht ihr hin? Pass auf deine Füße auf, Schatz. Runter. Runter. Prima macht ihr das. Er ist doch mit dem Kopf schon unten. Meinst du, er kommt noch weiter runter? Oh, Honorio, komm her. Jetzt zieh sie ihm runter, Schatz. Oh, Bubi, komm her, ich helfe dir. So. Ich krieg ihn nicht hin, weil der ist so groß. Ciao, mein Schatz. Vierti. Ciao, Honorio. Danke. So, wir haben jetzt den Honorio wieder weggebracht und haben unsere Sachen weggeräumt. Und die Marie muss gerade irgendwie noch allen Pferden hier Tschüss sagen. Ich gehe so rum, ich sag noch Tschüss und dann treffen wir uns am Auto. Ah, da vorne ist sie. Das war wirklich schön. Also jetzt mal wieder Zeit nur mit der Marie zu verbringen. Klar, der Raphael war auch dabei, aber guck mal, der Raphael, der schläft halt einfach immer noch. Das hat jetzt wirklich auch mal wieder gut getan. Also ich finde es auch echt wichtig, dass wir auch mal Zeiten nur mit den einzelnen Kindern verbringen. Nächste Woche gehen wir zum Beispiel ins Schwimmbad und ja, vor allem die Leni, so das kleine Sandwich-Kind, die braucht wirklich so die exklusive Zeit für sich wirklich ganz, ganz arg. So, wir düsen jetzt nach Hause und essen Mittag. Ich habe echt Hunger und es ist vor allem schon echt 11:45, ne? Also um 12 sind wir daheim. Oh, es ist eiskalt, es ist so bitterkalt. So, da die Marie und ich, wir sind wieder zu Hause angekommen. Und der Raphael, ich schwör's euch, jetzt ist es 11:50, der schläft seit 3 Stunden. Seit 3 Stunden schläft er, das kann man sich das vorstellen. Ich habe den zu Hause gestellt, habe den Maxi Cosi gelegt, dann in den Kinderwagen, jetzt wieder Maxi Cosi und jetzt zu Hause ist er wieder wach. Also, wie kann das sein? Ja, guten Morgen, bist du aufgewacht? Ja, sind wir gerade heimgekommen, ne? Hey Spatzel, ich glaub's ja nicht. Wie lange hast denn du geschlafen? Und wisst ihr, was ich gerade sehe? Und zwar, der Raphael hat ja einen Wollwalk-Anzug an. Dazu werde ich ganz oft gefragt. Also der ist von einer Freundin selber genäht worden. Aber ihr könnt Wollwalk-Anzüge von Disana oder guckt mal bei Etsy, also dieser Nachfolger von Lavanda. Bei Etsy gibt es auch ganz viele schöne. Ich liebe diesen Wollwalk-Anzug, weil darin schwitzen die Kinder nicht so wie in einem dicken Schneeanzug und es hält viel schöner warm, gell? Bevor die Marie und ich jetzt essen, bekommt jetzt erstmal der Raphael was zum Essen. Es ist jetzt, wie gesagt, schon 11:45 und wir müssen in einer Dreiviertelstunde schon wieder die Leni abholen. Ich werde jetzt wirklich nur schnell fertige Tortellini irgendwie in den Topf schmeißen. Für mehr ist gerade irgendwie echt nicht die Zeit da. Und ich werde immer noch gefragt, ob ich den Raphael immer noch nur mit einer Brust stille. Ja, also der Raphael wird mit der linken Brust komplett gestillt. Und ja, funktioniert wirklich super gut. Also er wird davon satt und er bekommt ansonsten, wenn wir essen, kriegt er entweder Hirsestängel in die Hand oder er bekommt Brei oder er bekommt Fingerfood. Also wir machen das wirklich total individuell, je nachdem, was gerade der Kühlschrank hergibt oder worauf wir einfach gerade Lust haben. Also wir, ja,
sind da nicht so festgefahren. Er bekommt auch tatsächlich zu jedem Essen was. Also immer, wenn wir am Tisch sitzen, sitzt er mit am Tisch und bekommt was. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir fangen jetzt mit dem Abendbrei an und dann mit dem Mittagsbrei und dann mit dem Nachmittagsbrei, sondern wenn wir essen wollen, bekommt er auch was. Mein Mann hat diese Tortellini gekauft, diese mit Spinat-Ricotta, von gut und günstig. Aber zwei Portionen, perfekt. Für mehr reicht echt einfach die Zeit gerade nicht. Und nachdem ich wirklich eigentlich ein Freund von gesunder Ernährung bin, werde ich jetzt für die Marie und mich einfach noch mal ein bisschen Tomate, Mozzarella für uns dazu aufschneiden. Das ist jetzt wirklich ein total einfaches Essen. Also das ist im Endeffekt jetzt einfach nur fertige Tortellini, Butter und Parmesan. Mehr ist es jetzt gerade gar nicht, ne? Ich koche normalerweise sogar echt fast zweimal am Tag warm. Aber gerade wenn es jetzt mal schnell gehen muss, sind eigentlich so Tortellini im Kühlschrank gar nicht so blöd. Gut, ich hätte ansonsten hätten wir jetzt einfach Brotzeit gemacht. Marie hätte auch eigentlich lieber Brotzeit gegessen, oder? Schon, ne? Wir müssen uns jetzt nur echt beeilen, weil wir müssen jetzt in 20 Minuten die Leni abholen. Und ich muss wieder Raphael ins Auto packen und so. Oh, ich hasse das echt. So, ich bin wieder daheim vom Kindergarten und habe jetzt die Leni abgeholt. Und wir haben hier noch so ein paar Reste. Rahmspinat in Kartoffeln. Magst du es essen? Also mir ist es bewusst, dass wenn die Kinder essen, sollten sie eigentlich aufrechter sitzen. Das Ding ist, dass er einfach noch so in sich zusammensackt. Also er setzt sich zwar selber hin, also er fängt an, sich so ein bisschen selbstständig hinzusetzen, aber trotzdem hat er noch nicht so die Aufrichtung. Und deswegen setze ich ihn jetzt immer noch hier in diese Babyschale von Tripp Trapp. Ich bin so froh, wenn er selbstständig sitzen kann, dann ist es mit dem Essen wesentlich einfacher, finde ich. Also ich habe jetzt die Tage auch wieder was gelesen, dass die Kinder also dieses selbstständige Essen mit Fingerfood auch erst machen sollten, wenn sie sitzen können. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Wir machen ja eigentlich bei den Kindern alles so ein bisschen nach Gefühl. Und ja, ich habe auch eine Nachricht bekommen, man sollte nicht immer so dieses Abwischen machen. Ich habe jetzt eigentlich immer hier auch einen Waschlappen. Wo ist mein Waschlappen? Und damit mache ich ihn sauber. Und ich versuche, dass ich da wirklich, wenn ich da was wegwische vom Mund, dass ich das wirklich vorsichtig mache. Ich fand das, den Kommentar übrigens mega interessant und es ja super. Und es klingt auch total logisch, dass man hier nicht die ganze Zeit am Mund irgendwie abstreichen soll, weil das eine ganz empfindliche Stelle ist. Oje, Mini. Guck mal. Das hat so eine eklige... Schmeckt dir der Brei? Das hat so eine eklige Farbe. Ich würde es nicht essen. Und es stört ihn auch nicht, wenn da schon richtig große Stückchen drin sind. Ne? Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir ihm wirklich ab und zu Fingerfood geben, also ein bisschen Gemüse in die Hand. Ja, Wahnsinn! Schmeckt es so gut? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber die Geschmäcker von den Kindern sind einfach anders als unsere, gell? Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass der Raphael so gerne Brei isst. Also die Leni hat Brei ja wirklich verschmäht und die hat sofort mit 5 oder 6 Monaten nur Fingerfood bekommen, glaube ich. So, ich habe mir jetzt die Kinder geschnappt und wir sind auf dem Weg zum Einkaufen. Wir brauchen ein paar Kekse und ja, der Pepe muss raus und das versuche ich jetzt so ein bisschen einfach mit einem Aufwasch zu erledigen. So, es ist jetzt 4:15 und ich werde jetzt mit dem Thermomix so eine Gemüsepaste machen. Ich werde euch dieses Rezept dazu auch unten in der Infobox verlinken. Das kann man wirklich aus Suppen, Grün, was ist noch alles drin? Knoblauch, Meersalz, Lorbeerblatt, Knoblauch und so. Kann man das selber machen und kann es einfach, wenn man kocht, statt Gemüsebrühe quasi hernehmen. Da weiß man, was drinnen ist. Und es schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Und in ganz vielen Thermomix-Rezepten ist es so, dass gesagt wird, okay, ein Teelöffel Gemüsepaste oder Gemüsegrundstock oder so. Das wird in ganz, ganz vielen Thermomix-Rezepten als Zutat angegeben. Und nachdem das jetzt wieder leer ist bei mir, ich habe es wirklich schon lange nicht mehr nachgemacht, aber jetzt hatte ich irgendwie echt Lust, das zu machen, werde ich das jetzt einfach mal mit euch gemeinsam machen. Und ich zeige euch jetzt dann einfach mal am Ende, wie das vor allem auch ausschaut, wenn es fertig ist.
schaut das Ganze jetzt aus und ich werde das jetzt mal in die Gläser füllen. So, ich habe das jetzt abgefüllt. Also 4 Gläser war etwas zu optimistisch gedacht. Es sind jetzt nicht ganz 2 Gläschen geworden, so beide 3/4 gefüllt. Ich habe mir jetzt den Raphael kurz auf den Rücken gebunden, weil der so ein bisschen unleidig war da hinten. Der wird mir jetzt eh bestimmt auch gleich wieder einschlafen. Jetzt ist es 5, also meistens eigentlich schläft er am Nachmittag und nachdem wir heute Besuch hatten, hat er nicht geschlafen. Aber ich werde jetzt die Gläschen, 2 Stück sind rausgekommen. Die werde ich jetzt mal hier abkühlen lassen und dann in den Kühlschrank stellen. Punkt 1 ist erledigt, Gewürzpaste ist fertig. Dann mache ich jetzt noch diesen Ingwer-Zitronensirup, weil dann ist es wahrscheinlich 6 und dann kann ich auch schon mit dem Abendessen anfangen. Schau mal, der Raphael ist eingeschlafen. Ich mache jetzt mal die Kopfstütze hoch. Mich fragen auch ganz viele, ob ich mal eine Abendroutine machen kann. Also wenn ich quasi mit den Kindern allein daheim bin und noch mit Pepe rausgehen muss abends, kann ich gerne wirklich mal machen. So, aber heute definitiv nicht mehr. Das würde jetzt dieses Video sprengen. So. So, schaut mal, ich habe jetzt hier wirklich den reinen Zitronen- und Ingwer-Sirup und Zucker ist natürlich auch drin. Und hier seht ihr mal den ganzen Rest. Also hier sind die Zitronen, die sind platt gedrückt und der Rest von dem Ingwer. Und das fülle ich jetzt in die Fläschchen ab. So, ich bin jetzt fertig geworden. Und zwar habe ich jetzt die Fläschchen noch ein bisschen beschriftet. Also ich habe hier Ingwer-Zitronensirup draufgeschrieben. Diese Label habe ich irgendwann mal bei uns hier in der Stadt in einem Laden gekauft. Und hier für die Gewürzpaste auch noch. Also da habe ich auch drauf geschrieben, Gewürzpaste. Und jeweils, also eine Gewürzpaste und so einen Zitronensirup, den bringe ich jetzt dann gleich unseren Nachbarn, bei dem wir ja immer zum Essen eingeladen sind und mit dem wir auch im Urlaub waren und die wir einfach unglaublich gerne mögen. Wie ihr hört, läuft der Thermomix schon wieder. Also ich mache gerade Jägergeschnetzeltes für die Kinder mit Spätzle zum Abendessen, für uns natürlich, für uns alle. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt. Es war ein langer Tag, wie ihr gesehen habt. Der Raphael schläft immer noch. Ich denke mal, so in 2 Stunden kommt mein Mann nach Hause. Ich werde euch bestimmt ganz, ganz bald mal eine Abendroutine abfilmen, wenn mein Mann nicht da ist. Weil das hat ja auch einige interessiert. Das muss ich hier mal umgreifen. Wie das hier so abläuft, wenn mein Mann nicht zu Hause ist. Die Mädels haben sich eine Höhle gebaut. Die haben sich echt eine Höhle gebaut. Ich koche jetzt hier noch weiter. Ich würde mich auf alle Fälle sehr, sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video auch wieder sehen. Und mich hat gestern eine Followerin darauf aufmerksam gemacht, dass wirklich voll viele Leute, die meine Videos anschauen, mir gar nicht folgen, also mich abonniert haben. Anhand dieser Abozahl, also wir sind ja echt schon richtig krass gewachsen seit in diesem einen Jahr, also wir sind ja über 14.000 Follower, 14.700 sogar. Aber anhand dieser Zahl sehe ich natürlich auch, wenn die steigt, hey, euch interessieren auch meine Videos und natürlich auch daran, ob ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt oder ob ihr euch das Video anseht. Also wenn ihr Lust habt, dann abonniert bitte einfach kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich wirklich total freuen. Klickt einfach auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos von mir. Und ja, ich würde sagen, ich werkel hier weiter, muss dann auch die Küche aufräumen. Wünsche euch jetzt einen schönen Abend und freue mich schon aufs nächste Video. Macht es gut. Ciao.